geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben mal wieder Sauwetter, es ist kalt und wir sind auf der Suche nach einem Ort, wo kein Schnee liegt. Und der George hat uns gesagt, am Hometrack Krefeld gibt es keinen Schnee aktuell. Also machen wir uns da heute hin auf den Weg. Der Hometrack Krefeld hat auch irgendwie immer auf, das ist auch eine ziemlich coole Sache. Wir nehmen euch gleich mit und sehen euch dann hier auf den Trails in Krefeld. Viel Spaß bei diesem Video. Hätte auch einen warmen Helm anziehen können eigentlich, ne? An diesem Tag wollte ich einige Dinge mit dem Kenevo testen, unter anderem wie man mit ausgeschaltetem Motor den Berg hochkommt und wie es sich anfühlt, die Michi zu ziehen, wenn man das Levo in den Turbo schaltet. Denn das sind zwei Kriterien, die mir wichtig sind. Hier machst du den Schlenker und hier kommst du einfach etwas verkürzt rein. Ja, dann muss man die Kurve nicht fahren. Eben. Das ist also kreuzen, weil ich nur einmal hier rum ist. Guck mal. Was machst du? Das ist schon heiß. Das ging gut ohne Motor hochfahren tatsächlich. Also wenn der Akku mal leer ist, ist auch nicht so schlimm. Hopp! Hopp! Okay, das meinten die mit schleimig hier. Blau heute. Aber ich versuche die Alternativleine mal zu fahren, wenn ich auf die Pedale komme. Ey, das Stück kann man sich sparen. Guck mal, ich glaube hier. Weil die Anfahrt ist echt scheiße. Okay, blau rechts. Also das Bergauffahren ohne Motor war tatsächlich kein Problem. Allerdings ist es hier in Krefeld ja auch so, dass der Uphill nicht so wirklich schlimm ist und man easy hochtreten kann. Nichtsdestotrotz wäre das mit dem Fokus nicht so leicht möglich gewesen, ohne Unterstützung hochzufahren. Und das bedeutet für mich selbst, wenn der Akku schnell leer geht, während ich die Michi shuttle, könnte ich im Notfall immer noch mit eigener Kraft wieder hochtreten, wenn der Akku dann mal leer gegangen wäre. Ah, okay. Das müssen wir nochmal machen. Drop in. Okay.
Hier ist wild schleimig. Okay. Okay. Mann, das spielt immer ganz hart. Das ist hier schlimmster Part, Appel. Kurzes Feedback. Das Shutteln konnten wir natürlich jetzt nicht so super gut filmen und ich habe auch nicht daran gedacht, der Michi mal die Cam umzuschnallen, aber das Ganze hat super gut im Turbo funktioniert. Auch wenn das Stück hier nicht super steil ist, aber wir haben uns das Steilste rausgeguckt und das hat gut geklappt. Michi musste natürlich noch, bevor wir eine letzte Abfahrt machen konnten, noch ein paar Fotos machen. Ihr wisst ja, ich liebe das. So, schön? Sieht schön aus. Ja. Eine Pose machen mit den Händen so. 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 Ich muss erstmal den Fokus finden. So. 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 Der ist irgendwie nicht mehr im Autofokus. Lachen. Guck mal da hinten hin. Ah, oh, nee, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt deine Fotos. Kein Fotoshooting. Es war eigentlich nur ein Spaß. Bisschen mehr Sattel drauf. Gut? Ja. Gut. Ah. Oh, okay. Vorsicht da. Langsam echt knackig hier. Alles in allem war es ein mega cooler Tag hier am Hometrail Krefeld. Auch wenn wir nicht so super viel gefahren sind, weil wir dann doch relativ früh Schluss gemacht haben, weil die Strecke so ja schon ein bisschen matschig geworden ist und ja wir sie nicht überstrapazieren wollten. Ja, aber nichtsdestotrotz war der Tag einfach mega. Das Kenevo hat meine Tests wieder mal erfüllt und jetzt steht nur noch ein einziger Test aus und dafür müsste endlich mal der Schnee in Olpe schmelzen, sodass man da mal ein paar Sprünge machen gehen kann.
Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.